Es ist immer schön. Ich meine, logischerweise sind sehr, sehr viele Freunde von mir noch hier im Team. Ja, meine besten Freunde eigentlich, mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen ich ja, in der Halle hier eigentlich so das Eishockeyspielen gelernt habe. Und ja, es ist wie jeden Sommer eigentlich immer was Besonderes, dann wieder zurückzukommen. Der Spaßfaktor ist riesig. Das steht auch irgendwie an Nummer 1 jetzt gerade hier für uns alle, glaube ich. Da ja, die DEL oder der KIC und ich selbst ja auch nicht wirklich wissen, wann es weitergeht. Und da muss man natürlich irgendwie bei Laune bleiben. Und ja, ist natürlich sehr, sehr wichtig und macht auch Spaß. Also ich bin in Kontakt mit Timmy und habe ihn gestern auch angerufen und ihm viel Glück gewünscht und dass alles gut gehen wird. Aber für das deutsche Eishockey ist das natürlich riesig, keine Frage. Ich glaube immer, wenn man da jemanden oben dabei haben kann, das ist immer was Tolles fürs deutsche Eishockey. Und ja, zur zweiten Frage glaube ich, dass halt dass das deutsche Eishockey sich ja, Stück für Stück weiter nach oben schiebt und dass es ja, besser wird. Halt. Es ist natürlich schade, dass die Jungs dieses Event nicht in vollem und im Normalfall genießen können. Ist ja alles dieses Jahr ein bisschen ja, anders, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass er es genossen hat und es ist einfach ein besonderer Tag. Ich bin immer dafür da, ich bin immer für sie da, wenn sie irgendwas brauchen, wenn sie Hilfe brauchen, egal was. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der den beiden erzählt, was sie zu tun haben. Also ich glaube, da werden sie schon ihren eigenen Weg gehen.